Und Leute, Trimax hier. Heute ist es soweit. Wir zocken wieder das königliche Turnier. Hier gilt es jetzt darum, mit den Free-to-Play-Accounts die ganzen Tauschmarken, das Gold, die Schlüssel mitzunehmen. 12 Siege wären Traum. Big Spin ist wieder mit am Start. Wird das Ganze coachen. Free-to-Play läuft einfach unfassbar geil. So eine absolut nice Challenge. Schaut euch das mal an. Die Mutterhexe ist 12. Hier werden wir am Ende der Season das epische Buch freischalten. Und dann haben wir den E-Giant Level 13. Wie lange zocken wir Free-to-Play? 8 Wochen? Maximal 10 Wochen? Also es ist so geil. Es ist so geil. Sepp, wollen wir... Okay, mal die Joker hinzufügen. Die hab ich doch schließlich. Zack. Die können wir ja theoretisch schon auf 13 bringen. Mir fehlt nur das Gold, deswegen müssen wir jetzt auch eine Challenge rasieren. Der Eismagier wird ausgetauscht mit Mega Minion, da können wir auch Ultra Gas geben. Holzfäller wird noch ausgetauscht mit Elite-Barbaren. Es wird einfach ein unfassbar geiles Deck. Wenn ihr wissen wollt, wie weit wir tatsächlich Free-to-Play kommen, einfach den Kanal abonnieren. Und wenn ihr das Ganze unterstützen wollt, gerne auch auf dem Pay-to-Win-Account, wenn wir da Gas geben, könnt ihr hier unten den Creator-Code eintragen. Tragt da Bigspin ein, tragt da mich ein. Ist einfach unfassbar geiler Support. Das Ding hält eine Woche, kostet euch gar nichts. Dickes, fettes Danke an jeden Einzelnen, der da regelmäßig dran denkt. Jetzt muss ich mich einmal entmuten. So. Da das ja wieder eine ganz normale Challenge ist, ist jetzt die Frage, welches Deck wir wieder spielen. Ja, erstmal machst du bitte den grünen Rahmen weg. Na. Weil der Trigger mich zu Tode, Alter. Kenn ich. Okay. Oh, wie viele Kisten ich wieder hab. Ist das geil. Da zockt man mal kurz nicht. Und man kriegt einfach alles. Ja. Golem. Türe. Ey, aus dem Free Pass, ne? Ich sag's dir, dadurch haben wir einfach die meisten Karten. Ja, safe. Klar. Jeden Tag. Oh, Alter. Ecke Joker. Flugmaschine. Oh, ist das geil. Ja. Das sieht mir schon. Dann lass uns reingehen. Aus. Kurz einmal einspielen, dass ich ein bisschen reinkomme. Okay. Einfach zum Reinkommen. Ja. Ganz entspannt. Warum kein Greenscreen? Konnte ich nicht reintragen. Und ich kann. Der hat keine Rollen und ich kann die nicht tragen. Ich bin alleine. Heute kein Greenscreen. So, jetzt erst wieder mein Shit-Deck. Ich dachte, du willst keine Duelle mehr machen. Naja, ich habe Offstream-Duell 2-0 gewonnen. Da hat und dann noch weitermachen. Das ist schon Value. Warum sitzt du so weit hinten? Wird das gefährlich? Ja. Oh ja, das ist viel Damage. Ich hatte damit gerechnet, ehrlicherweise, dass es sogar noch mehr wird, aber... Okay, wir da Reiterin gleich rein, oder? Ich muss so machen. Da habe ich seinen Turm. Turm für Turm-Trade ist cool. Ja. Okay, bei dem Ego ist es auf jeden Fall cool. Sehr gut. Sehr gut. Aber guck mal, er hat sein starkes Deck schon raus. Das ist nice. Das ist ja, nice. Also wir hoffen mal, dass er sein starkes Deck raus hat. Ja, safe. Sehr gut. Muss ich jetzt auf 3 gehen? Ja, ne? Du solltest jetzt am besten irgendwie versuchen, auf 3 zu gehen, ja. Also du kannst ja versuchen, auf 2 zu gehen, aber... Oha. Das kriegt die Kanone und Dings hin, oder? Ja, ja. Spätestens der King Tower. Ich würde einfach auf... 2 gehen. Das ist gut? Ja, also oh, das slowt ja übel rein. Ja, das ist gut. Das ist perfekter Play, klar. Also immer, wenn du die hast, die wird da Reiterin drauf. Das war auch sick. Jetzt guck mal hier. Schöner Damage, schöner Damage. Schön, ja. Schön. Das ist mächtig. Aber kannst du vielleicht das Deck mal dahingehend abändern, dass du keine fucking 5er-Kanone mehr im Deck hast? Die ist so scheiße. Ja, ja, die 5er-Kanone ist shit. Aber guck mal, wie sie abwehrt. Sie wehrt einfach ab. Oh, krass. Wie heftig. Sie ist einfach gestorben. Ja? Oh. Hä? Ja, nee, Kobaltfass und dann... Was? Kannst auch eine beim King Tower connecten. Das ist fein.
Ja, du hast eh sein King gleich gereicht. LOL. LOL, wie shit! Geil. Der Gegner, Junge. Echt nicht die beste Koryphäe. Dann. Oh, dann versuche ich mal meinen E-Giant Deck aufzubewahren. Jetzt mache ich erstmal meine Action. Okay. Ja, für den müsste es eigentlich reichen. Der ist jetzt echt nicht der Allergeilste. Sepp. Der Bonsen-Sepp, Alter. Das ist ja, Sepp. Das ist er. Wie er leibt und lebt. Greift er den schön. Ja. Guck mal, jetzt seppen die Seppis und jetzt greift er meine an. Das rafft und der Turm ist Dauerstunt. Der rafft es nicht, dass das sein Turm ist. Ah, wie bad. Oh Gott, der Mana-Stiller trotzdem nicht. Der kommt einfach aus den Freeze raus. Guck mal, wie die Dauerstunt. Siehst du das? Ich sehe das. Ja, der Gegner siehst du nicht. Ist das geil? Ist das geil? Jetzt mach ich noch einen frechen Feuerball drauf. Ja, hast du sie nach vorne gelockt, dann wäre sie gestorben. Stimmt. Henker an der Brücke. Und jetzt kommt wieder der Sepp. Kobold Fass 8? Ja, der hat auf jeden Fall... Gegen Sepp 12. Ja. Das ist ein bisschen eine kleine Differenz. Mhm. Gefühlt könntest du mit deinem Sepp jede Karte von ihm one-shotten. Scheiße, ja. Das finde ich auch fair. Ja. Safe. Ich habe bisher noch nicht so viel Damage gemacht. Das ist so geil, Alter. Das ist einfach mächtig. Und es ist einfach auf Free-to-Play nochmal dreifach so kriegen. Ja, ja, der Free-to-Play so einen Vorsprung zu haben vom Level ist geil. Du musst halt nie ein schlechtes Gewissen haben, wenn du auf dem Level bist. Du weißt immer, ich habe keinen Z ausgegeben. Ich habe es mir redlich erarbeitet. Ja. Die Leute fragen hier schon, ist das Free-to-Play oder Pay-to-Win-Account? Kommt nicht ran. Nein, ich habe keinen Sepp. Das Timing ist einfach schön. Okay, fertig, ganz locker. Sehr schön. Ganz locker. Easy Duel. Und die das Gold schmeckt jetzt. 1600. Oh mein Gott, Rengot ist drin. Das ist doch Verarsche, oder? So, die wissen das. Ich weiß nicht, ob sie es wissen. Du kannst doch normalen Kampf machen. Nee, okay, doch. Nee, dreifach ist so geil. Ja, der ist drin. Kämpfen. Der ganze Chat direkt kicken. Dreifach Elixier ist geil. Vergessen, was dreifach ist, holy shit. Oh, da versucht er aber was. Was macht der da? Professionell verlieren. Witzig, wie der spielt, oder? Es ist nett hart von ihm, sehr, sehr... Der ja, richtig rein... Aber jetzt auf die Schnauze bekommen einfach, der Gegner. Wahnsinn. Das war bad von ihm. Nochmal Gold, das ist doch geil jetzt hier. Nochmal kämpfen, dann haben wir's. Das hat jetzt schon 2.000 mitgenommen. Ja, 2.000, das ist so krank, ne? Das ist ultra krank.
Ah, ein Executioner ist immer mächtig gegen mich. Bei mir schreibt jemand, Trimax ist einer der schlechtesten Spieler in Deutschland, aber gerade sieht es echt einfach aus für ihn. Respekt aus Norwegen. Was für eine Scheiße! What the fuck? Jetzt müssen wir wahrscheinlich gewinnen, das Game. Wahrscheinlich ja. Die Muni kriegt ein bisschen Value, aber das ist alright. Das ist das einzige Deck ohne Win Condition. Wollen wir nicht mal ein viertes Deck bauen, was auch funktioniert? Also das erste, was ich machen würde, wäre auf jeden Fall die scheiß Kanone mal rauszupacken. Echt? Das stört dich? Die Kanone? Die Kanone ist an sich ist es schon echt ein schlechtes Gebäude. Und dann Level 5, Mann. Du fährst Level 12 war teilweise hier. Die ist nur dafür da, dass ein Schweinereiter einen kleinen Umweg einschlägt. Pack irgendwas anderes rein, aber nicht eine Kanone. Ah, das sieht gut aus. Das sieht einfach gut aus. Guck mal, das war jetzt einfach geil. Wie viel Gold habe ich jetzt gemacht in 4 Kämpfen? 2,4k. 2400 Gold. Ja. Das ist so viel. Das ist mächtig. Da kann man sich nicht beschweren. Und das jeden Tag. Richtig. Ah, guck mal hier. Ich... Free to play. Alter, so. Ey, no signal. Das hasse ich. Gut, weiter geht's. Hier keiner sonst. Ne, okay. Ich kann eine epische Karte anfordern. Welche nehme ich denn da? Skeleton Army, ne? Ja. Die ist ganz gut. Okay. So. Dann wollen wir jetzt mit diesem Deck in das königliche Turnier reingehen, ja? Genau. Ja. Wie viele Siege willst du schaffen? Du hast doch nichts gesagt. 12. 12 wäre geil. 12 wäre mein Traum. Dein Traum. Okay, 12. Kriegen wir hin. Gut, dafür ist Mega Minion geil. Ja, ist richtig. Er ist auch underleveled. Okay, er hat Lockbait. Genau, Mutterhexe hinten. Rein mit dem Royal? Nein, er hat falsch mit dem E. Er hat Inferno. Dann. Das kann ich rein. Jetzt. Da kannst du den vorbringen, ja. Denn jetzt wird der Holz jetzt dann noch weniger XP. Wenn du jetzt den Set selbst nur hast, machst du ein bisschen Schaden. Ja. Das ist all sein XP gewesen. War gutes Timing, war das alles nice? Mega Minion hinterher? Nee, ne? Aber okay. Nee. Ich ne BM dich. Okay. Zack. Zack, zack, zack. Ah, ist Damage. Sparky ja, darf ich jetzt. Sparky darf ich jetzt aber einfach nicht einsetzen, das nervt mich ein bisschen. Ist richtig, ja. Also Sparky kannst du maximal, wenn so ein Ritter von ihm kommt, er hatte noch Ritter der oder bei Kühe. Der ist todes am Tryharden, der Gegner. Ja, der BM dich auch wie so ein Knecht. Spiel gleich mal den Sparky rein, so mittig aber, mittig auf die Map und dann links orientiert, genau. Das ist immer ein Even Trade so. Du nimmst 6, er nimmt 6, das passt. Da kommt doch bestimmt gleich eine Goblin Gang. Ja, das ist. Ah, defensives Kobold fast, cool. Ach komm, der sackt doch. Er macht das bisher nicht schlecht. Okay, Scummy. Geht nicht, der tötet wegen... sie instant. Er kommt instant Holz. Er weiß, dass ich's hab. Nee. Sauber überlebt. E-Giant nach hinten? E-Giant gleich hinten, ja. Er kann sich punishen. Ja, mit einer Rocket, ne? Na Rocket, wie will er was das denn machen? Der kannst du draufschmeißen. Nein. Also
kann er machen, aber das ist dumm. Ja, okay, nice. Dann setzt das Mega-Minion ein oder Mutterhexe dahin. Mutterhexe? Und alles hinterher spammen. Sparky auch noch? Sparky rein, Sparky da, safe, auf jeden Fall, gerade den. Mit Mega-Minion auf Abfangkurs gehen, ist das gut? Ist das ein Play? Nein, 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 du hast nein. Jetzt hat er wieder Rakete. Nado, Nado, Nado. Nado alles zusammen. Sehr gut, da ist sie raus. Jetzt kommt der Holzfällern daher. Ey, der pusht so over. Du bist langsam am Spielen. Kobold fast rein. Genau, Hexenmutter und dann Skelettarmee. Genau, jetzt Skelettarmee. Okay, gut. Mega, wenn ihr draufkommt. Wieso krieg ich so ein Tryhard? Was ist das denn? Okay, das nächste Kobold fast kommt. Pass auf. Zapp das. Zapp dann schon mal Holzfäller auf deinen Turm. Nicht, okay. Gut. Lass einfach durchlaufen, genau. Okay, nice. Sparky ins Halbfeld irgendwie rein gleich, danach. Okay, nice. Na, das war jetzt schwierig. Hätte ich jetzt nicht gemacht, der wird da. Echt? Okay, ist gar nicht. Ja, wegen der Rocket, der trifft halt beides damit, ne? Hä, kontert der mich? Er hat schon ein paar gute Antworten, aber du kannst trotzdem gewinnen. Mega Minion. In der Hexenmutter rein. Er spielt sie. Digga, der spielt komisch. Okay, Holzfäller. Das kommt noch in, das kommt noch rein. Das kommt gerade. Ich hab Knick in der Optik perfekt. Ey! Okay, jetzt musst du eher. Ja, du musst jetzt eh schon versuchen zu holen. Holzfäller noch dahinter. Sehr gut, die Schweine waren geil. Der Turm ist weg. Der ist doch dran, der ist dran. Trotzdem, Seppen. Bisschen früher hätten seppen müssen, dann wäre es gar nicht so viel Schaden geworden erst. Kein so guter Nado. Das sind geboostete Dings. Ja. Scheiße, das reicht rein. Nicht. Sky bereithalten. Gut. Das Instant Down, gut, nice. Gut, rein, Agents beim Agents Brücke, Agents Brücke. Oh, ich hab schon verkackt. Ja, das ist richtig. Das ist jetzt aber geil. Guck mal, was das ist jetzt geil. Jetzt werden Schweine. Es ist ein geragter Nein! Wieso nicht? It's over. Du musst doch jetzt eine Brücke spammen. So, zwei, Holz reicht. Schade. Was ist er denn für einer im ersten Duell? Ey, der hat echt hart geschwitzt, Mann. Der hat richtig geschwitzt. Holy shit, im ersten Match. Wieso im ersten Match, Digga? Das war der beste Lockbait-Spieler überhaupt. Der hatte immer auf alle. Was ist das denn für eine Scheiße? Der hat einfach, ich muss es dir sagen, der hat echt gut gespielt. Der war echt nicht schlecht. Aber warum denn? Sicher hat auch er Fehler gemacht, aber... Das war echt herb, holy shit. Aber was denn, was war das für eine Scheiße? Ich konnte ja... Was für ein Kack-Matchup auch, oder nicht? Ja. 0-1! Das ist schon nicht so nice. Aber das kriegen wir hin. Alles gut. Packen das. Ich habe die Koboldfässer abgewehrt, ich habe ihm keine Rocket Value mehr gegeben. Ich habe 4 verschiedene Pushes versucht. Oh mein Gott. Ja. Stimmt schon, das war nicht bad von dir auf jeden Fall. Alter, what the fuck? Er hat nichts gesetzt, E-Giant davor? Nein. Oh, ist zu spät schon. War 10 Elixier, weil 10 Elixier ist Abmarsch. Smarter Sepp, das ist ein Schwein auf meiner Seite. Aber. Ah, schade, der E-Wizard stirbt nicht. Oh, ist Damage. Ja. Okay. Lassen wir durchlaufen? Kannst du durchlaufen? Ja. Ich mach hier nochmal so. Okay. Weil jetzt spielt er was Kleines, jetzt wieder. Oh. Lass ihn Jump, spiel dann Skarmi. Okay. Lass ihn Jump und spiel dann Skarmi. Ich habe jetzt so gemacht. Geht auch? Ist auch gut, wegen dem Rager. So. Okay. Jetzt mal behaupten, das war jetzt mehr Schaden als von dem EWIS, den du kassiert hättest sonst. Ja, ne? Erstmal geht ein Pass. Hexe dazu, wegen Hexe und Mutterhexe. Zack. Zack. Zack, 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 zack. Ja, er hat doch noch Nachthexe. Die Messe ist für ihn gelesen.
Guck dir gleich, da kommen noch Bats. Das sind vier. Ohohoho, hat er das schlecht gemacht. Wahnsinn. Was ist das? Das war sick, ne? Schifft der trotzdem? Das war alternativ. Aber hat alles getötet. Ich fand's irgendwie cool. Okay. Ja, gut. Genau. Kannst Sparky links einfach, ne? Oder Sparky hinten auch gut, genau. Genau, die Mutter rein. Diese Kombo aus, die Mutterhexe greift was an und der Sparky löscht es. Dadurch haben wir immer Schweine, egal was er baut. Ja. Was er baut. Kackpfeile. Pfeile sind raus, Garmi rechts. Und sein Barbell ist auch raus, damn. Seid Egos und Valkyrie. What? Wie sagt man so viele Konter? Ah, der, oh? Hat auch noch. Ah, der reicht dich, Geringverdiener Eiskolem. Er ist so kacke, ich hasse ihn. Oh, das ist das 2-0. Geil, Alter. Das war schön, das war einfach schön. War sehr belohnt nach dem Game von ihm. Ja. Tauschmarken. Welche Tauschmarken habe ich davon? Kann ich das irgendwo sehen? 2 nur? 2. Alter, du hast echt fast alles weggetauscht schon. Ist das smart? Ja, klar. Also, hast halt ja keine Tauschmarken mehr, aber... Ich gebe die Rocket... Schweinereiter, Dart Goblin, Mini Packer und kämpfen. Hey, no signal. Meine Fresse, wie kommt das so oft? Ich fühle es so doll mit dir. Das ist so schlecht. One-shottet er mich? Nein. Gut. Oh, der hat ein starkes Deck, Mann. Das ist so, du sagst so safe, dass er weiter nach hinten kommt. Ja, logisch dachte ich das. Okay. Mal schauen, was er jetzt hier noch kann. Hm. Der ist da durch, okay. Schau mal Damage für dich. Kannst du überlegen, ob du den Turm... Okay. Was denn? Wieso? Das kann ich überlegen. Du sagst immer erst, was ich machen kann, wenn ich 10 Elixier habe. Das ist schon zu spät. Ob du den Turm zappen kannst, damit du was von ihm ausbaitest. Ah, okay. Der Typ ist eh völlig auf der anderen Insel, Alter. Der ist mit den Gedanken völlig woanders. Ich glaube, er ist AFK. Er kann gar nicht so wenig Elixier haben, dass er jetzt nicht vorläuft. Ja, geil, Mann. Das ist aber auch fair. Das ist einfach krank fair. Selten sowas Faires gesehen. Ja, extrem fair. Ey, was ist das? Ich hab's dir doch schon neu gestartet. Oh Mann. Warum ist das so schlecht, die Elgato? Hast du schon mal Erstserver probiert? Digga, Erstserver ist sowas von 2016, das mach ich nicht. Okay, gut. Bei mir kommt der Strobel immer um die Ecke. Erstserver. Erstserver ist gut, Mann. Ich nutze es echt zuverlässig. Es ist delayed, der Sound ist delayed, es ist hässlich. Nein. Und es, dann riecht es auch immer komisch. Ach so. Du redest hier nicht mit der Strobel. Okay, gut. Das ja, war schlecht. Und ich hätte auch so machen können, dass ich halt keinen Turmschaden kassiere. Ja. Basically hättest du da alles besser machen können. Das Bug hier hinten. So, der Bomber geht schon mal flöten, ne? Ja. Läuft sogar vor, smart. Ja. Okay. Oh, Agent da vorne, genau. Ultra am geil von dir. Ein bisschen weiter hinten setzen. Ja, dass er nicht direkt rein rausläuft. Das ist aber auch neu für mich. Das aber es reicht. Ja. Nado? Nado die Zappies? Nado? Kann der Dings die töten? Macht der Damage, wenn sie stun? Ja, geil. Das stirbt auch. Ah, schade, die leben. Also er macht Damage an den Zappies, aber wenn kurz darauf ein Turm mitkommt, dann macht er da keinen Schaden am Turm zum Beispiel. Weil der minimal gestunt ist. Mhm.
Kann sie ihn töten? Wie viel Hits braucht sie? Drei? Ja, ja, drei. Eins. Oh. Aktiviere mal King Tower. Mega Minion so zwischen deinen. Ja. Oh, die sind close. Das habe ich zum ersten Mal gemacht. Ja, ich weiß, deswegen fand ich das. Warburg. War es richtig? War es einfach alles richtig? Ja, klar. Du hast den King Tower aktiviert, chillig. Aber gibt's da verschiedene Felder? Ja, ja, du kannst aus ganz viel machen, ja. Okay. Also, das ist jetzt nicht der. Das war das closeste Feld quasi, ne? Das war schon sehr, sehr. Also, ja, das war. Ist eigentlich alles zuverlässig. Also, du kannst verschiedenste Bases machen, das war schon gut. So ein geiler Nado, ey. Ja. Der charged sich aus dem Turm raus. Nice. Das gefällt ihm nicht. Das ist doch schon der nächste Sparky. Also der Typ hat auch wirklich die. Warum würdest du Zappies mit Elektro-Decken spielen und. Also sein Deck ist halt so sinnlos, oh mein Gott. Lass ihn! Oh, die Skarmi, die wird dir so schmecken. Du hast einfach Doppelmutterhexe. Das ist Schichtbetrieb. Herrlich! Aber warum hat er so viel Damage gemacht? Wie kann das sein? Was mein Turm fast down gemacht hat? Ja, so, mein Turm bekommen. Oh, wie viel habe ich davon? Davon habe ich doch krank viele, ne? Ich habe davon auch 10. Muss die mal loswerden. Ja, man kann nicht. Guck mal, ich will jetzt sage, yo, ich will einen Sparky haben. So, keine Karten zum Tauschen. Ich brauche Legendaries. Ja. Jetzt würde ich mir einfach wieder welche stumpf im Shop kaufen, aber ich habe 0 Gold. Also ich brauche all mein Gold. Guck mal, wie viel Gold bräuchten wir jetzt optimal? 20.000? 100.000? 100. 8.000 plus. 28, 148.000 plus ja noch im Clankrieg die Truppen hoch und Elite-Barbaren will ich ja auch noch. Also wir bräuchten jetzt 150.000. Ich bräuchte jetzt erstmal 150.000 Gold. Fun Fact, wenn du in die Top 100 im globalen Turnier kommst, bekommst du auch 100.000 Gold. Okay, das mache ich. Deswegen habe ich gesagt Fun Fact. Ach so. Nicht realistischer einfach Fact. Realistischer Fact hat er gesagt. Da würde ich jetzt einfach, bevor man irgendwas anderes macht, einen E-Giant vorbringen, ne? Ja. Dass der E-Giant einfach das Ding tötet. Oh! Ist fein. Echt? Ja. Kannst da gleich easy. Ich hätte jetzt schon Mega Minion längst gespielt. Jetzt spielst du Skarmi. Mega Minion noch? Lol. War E-Spirit hittet 9 Ziele. Das Skarmi sind, glaube ich, 16. Ich meine 17. Ich guck nach, warte. Damit kann man Wixen triggern. Es interessiert mich jetzt einfach nur. Ja, ja, es interessiert mich nur. Ne, es sind 15 actually. Okay, ich wusste, dass es aber nicht 16 sind. Okay, perfekt. Spark K hinten? Ja, in den RG. Er spielt echt RG Elite Barbaren. Ja, ziemlich leicht. Das ist kein schlechtes Deck, kann man machen. Er hat noch Fischer eventuell. Spielen wir den Holzfeuer davor. Damit er deinen Spark nicht fischert, wenn er es macht. Jetzt! Wenn er ihn hat. Boom. Zap. Ne, es hat sich gereicht, Max. Echt nicht? Ja, okay, der Fischer sagt. Aber der. Oh, ja, perfekt. Alles sagt. Nee, du King, nee, okay. Kann ich auch nicht. Kann ich noch eins? Oh Mann, der spielt gut! Scheiße! Geht? Ich finde den gut. Du kommst einfach nicht drauf klar, was er macht, deswegen. Ja, ja, das finde ich. Ja, ich komme nicht drauf klar, was er macht, weil das alles für mich neu ist. Ja. Oh, links hat Damage. Der spielt echt den Royal. Warum ist heute so sweaty? Woran liegt das? Sonst ist mir doch bis 8-0 immer, 8-0 immer geschenkt. Ja. Eigentlich kein Grund, warum das so herb ist. Kein Grund. Also der erste Lockback-Gegner war wirklich solid, muss man sagen. Der war wirklich strong. Mhm. Jetzt hier kannst du auf jeden Fall gewinnen. Den noch davor? Ja. Geil. Alter, das war close. Das ist sehr gut für dich. Jetzt spielst du da gleich Nado jetzt? Nado Predict? Jetzt Nado Predict auf E-Barbs. Auch sehr gut, auch sehr gut.
Sepp das nochmal? Sepp! Sehr gut. Ja! Nice, du hast den Turm. Das ist der Turm. Feuerball kommt, das ist zu spät! Und wir sind drin, wir gehen da weiter rein. Ja. Guck es dir an. Lassen wir nicht locker. Es ist Death nur noch. Sparky links. Okay. Nee, du den zurück. Megamin drauf von dir auch. Also schon so, dass der Sparky da auch schießt. Jetzt Zap nochmal. Du kannst ja verteidigen. Nice. Ups. Reicht das? Ja, reicht das? Ja, reicht, hä? Schau. Abwehren, Elite überbauen. Noch mehr abwehren. Ja! Sauber. Let's go, sehr schön, das war gut. Das war sehr gut. 3-1, 4-1 sogar. Grundschlüssel. Ja, wenn es da läuft, dann geht's erstmal mit einer kleinen Rückschlag. Das ist 0-1. Aber jetzt läuft's. Okay. So eine Kacke, soll ich nicht einen Sparky auf der Hand? Ich hasse Golem First Play. Golem First, musst du dir merken. Vor Golem First Play brauchst du keinen Respekt haben, den Game. Die musst doch alle BM. Der Typ investiert 8 Elixier im Strategiespiel hinten. Einfach so, First Play, what the fuck? Der ignoriert alles, was du hast. Jede Eventualität, der spielt einfach Golem hinten. Das ist der größte Schmutz ever. Aber du gewinnst. Ja. Größter Schmutz ever, abgespeichert. Krieg ich da noch was davor? Ah, ja. Als ob das nicht überlebt. Okay. E-Giant hinten? Ja, kannst du machen. Ja. Er lacht. Ja, weil dein Knecht ist. So. Golem Graveyard und dann Golem First Place. Auch echt. Ziemlich lost, muss ich sagen. Guck es dir an. Der sieht er spielt E-Giant einfach. Er spielt einfach Golem. Trotzdem weiter. Du nailst den Golem gleich von der Brücke zurück oder du spielst erst die Mutterhex in den Graveyard. Mach noch keine Nado-Faxen, sondern erstmal chillen. Du machst guten Schaden. Den will ich abfangen, nicht auf mein Sparky. Ja! Zeit für ein Alternative Play. Wir haben genug Schweine, ja, Holzfäller davor, jetzt geht's los. Alles cool. Das ist der Nado, war ja shit as fuck. Ist richtig. Ist auch bad, richtig bad. Junge, wie schnell du einfach diesen Sepp darauf geballert hast. Das ja, der war ja klar. Ist, gefühlt um 3 Uhr nachts würde ich dich wecken und einfach. Und der Sepp kommt. Der Sepp würde kommen. Oha, der predict. Oh oh. Musst du da mal ein bisschen das Ego? No Signal! Hä, wieso ist. King Towers an, hat der hat verkackt. Na, aber er kann immer noch gewinnen, der Golem. Ey, soll ich echt for real mein altes iPad anschließen, nur weil Elgato ein Update nicht hinkriegt? Kannst du. Also ich find's jetzt nicht so störend. Es nee? Triggert dich unnormal doll und ich weiß auch warum. Als Streamer triggert das, aber als Zuschauer würde mich das jetzt nicht triggern. Okay. Und ist die Mutterhexe nicht einfach in den Weg fährt, aber gut. Nö. Oh, das ist viel geiler. Boom. So muss er mit den Leuten umgehen. Drecksgolem First Spieler. Sauber. Ich find's ultra satisfying, wenn der Gegner instant eine Skarmy setzt und ein ganzer Sepp die ganze Skarmy zerstört. Ja. Ja, ich find's ein bisschen kacke mit der Elgato. Warum ist die so schlecht? Ich sage es dir wirklich. Sträub dich nicht gegen Airserver. Gib dem Programm eine Chance. Ich mache jetzt hier nochmal deaktivieren, aktivieren. Ich mache nicht Airserver, Alter. Das ist, wenn du 13 bist und machst dein allererstes Mal ein Mobile-Stream, dann nutzt du Airserver. Du bist so stur manchmal. Aber was ist jetzt... Warum ist das denn so schlecht? Vielleicht... Ich nehme mal das Aufladegerät raus. Vielleicht ist das überlastet, wenn es noch zusätzlich auflädt. Also bei mir ist das der Adapter. Ja, das ist safe, der Adapter, klar. 2500 Gold, schon wieder. 5-1, fantastisch.
Ich liebe so Valkyrie, Executioner, Giant, First Play vom Gegner, liebe ich einfach. Ja. War das Mega-Minion gut? War gut, ja. Darf ich jetzt auch noch einen Holzfäller davor setzen? Ja, von mir aus darfst du es machen, ja. Ich hätte es nicht gemacht, aber... Er muss den Sparky halt eh noch deffen, so. Okay. Das ist doch kranker Damage. Das ist ein beschissenes Cycle, du hast nicht viele Antworten auf der Hand. Was ist denn seine Win Condition? Das weiß man nicht, deswegen, gerade deswegen ist es ja nicht so gut, wenn du Nado, Skami. Das ist jetzt ein smarter Play. Bam, bam und Schwein ist da. Cool oder nicht cool? Musst du wieder sagen. Cool, auf jeden Fall. Okay, safe. Oh, danke, danke, danke. Soll ich ein bisschen Damage. Ja, Leute, sagt da Bescheid, wenn No Signal jetzt das wieder ins klappt. Dann liegt es echt, wenn man parallel auflädt. Ah, wer ist er? Nadeon King. Ah, fuck. So geht auch? Ah, gut. Ja, der Nadeon hätte eh nicht geklappt wegen dem Sparky. Lass und er hat, den Sepp, er hat den Sepp raus. Das ist gut. Jetzt mach ich wieder Holzfäller davor, ne? Ja. Ich hätte eventuell sogar überlegt, Holzfäller andere Seite, weil... das hat er krass gemacht. Das war auf jeden Fall nicht... Das lässt du durchlaufen. Du musst mal langsam deinen Asian aufs Feld bekommen. Du versuchst die ganze Zeit mit Sparky irgendwie zu gewinnen, aber eigentlich dein Deck ein Agent Deck. Mhm. Was jetzt? Agent hinten? Agent einfach hinten, ja. Jetzt habe ich natürlich links Angst auf Mini-Packer, aber dann würde ich... Wie Schweinereiter? Ja. Ja. Hä? Ach Digga, was ein Scheiß! Ja, das war jetzt ein bisschen annoying, aber... Wenn du hast ihn... Ah, es ist okay, du hast ihn mit einem mit abgewehrt bekommen. Warum kein Spark? Okay. Nee, in den Tesla? Okay, hat Tesla. Jetzt wird's ein bisschen. Jetzt ist ein bisschen suboptimal. Spark hier hinten, genau. Hättest hier auf Smart den Executioner früher setzen können, dann wäre das Pickle gespawnt. Oh mein Gott! Die Picker. Okay, Boom. Bitte. Ey, was? Warum Brücke? What the fuck? Weil er keinen Tesla ready hat. Scheiße. Scheiße, Big Spin, scheiße! Alter. Ich hätte schwören können, der hat nichts. Sparky hier hinten? Ja. Halb hoch. Skami noch rein. Gutes Skami. Sehr gut. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Agent davor du gewinnst. Agent davor du gewinnst. Und Holzfäller dahinter, Holzfäller. Kein Mega Minion, er hat auch einen Mega Minion. Oh, der spielt ja schlecht. Ich zapp das sogar nochmal, damit, keine Ahnung, das Mega-Minion schneller stirbt. Holzfäller ist dran, das ist es. Alter, let's go! Das haben wir jetzt gemeinsam richtig gut hinbekommen. Ey. Du machst solche Faxen, Junge, es ist insane. Aber wenn er den Tesla nicht auf der Hand hätte... Er setzt Tesla, er setzt 7 Einheiten danach, du sagst, er kennt Tesla. Und gehst mit EJ Brücke rein. Achso. Also, Max. Ja, ich hätte schon noch keine 4 Karten gespielt. Ich weiß nicht, was du da für einen Knick in der Optik hattest, aber... Common das, Dings, ultra geil. Die, dafür sind wir hier. Kann man die hier auch sehen? Ne, wo sieht man das? Kann man das nur beim Tauschen sehen, ne? Was meinst du? Die Tauschen? Kann man die irgendwo anders sehen, außer hier? Glaub nicht. Und mit den gewöhnlichen holen wir uns... Elite-Barbaren. Ja. Anfordern. Was gebe ich? Was ist cool? Der ist cool. Bomber ist cool. Das ist cool. Hast 700 Speargobs. Woher? 700 Speargobs? Ja. Bestimmt mal dick aus einer Kiste. Gut möglich. Okay. Von 0-1 auf 6-1. Ist solid. Kann man machen. Okay, die Packer, alright. Lassen wir durchlaufen. Ja, okay. Hätte auch einfach selben können. Scheiße. Was ist das für eine Starterhand? Kein Sparky, kein E-Giant, keine Hexe. Kannst du ran, Nadeon? Nadeon, die mal ran. Zip.
Rätsel spielt. Okay, passt. Oh, geil. Okay, nice. Test da raus. Links Mutterhexe und links an die Brücke dann den E. Wenn er jetzt nichts verspielt, genau. Er wird aber wahrscheinlich noch. Hä? Trotzdem rein? Oh mein Gott, nein. BM ihn bitte. Dann jetzt wieder rechts. Ja, okay, aber bitte BM ihn. BM ihn, wenn du gewinnst. Ja, wenn ich gewinne, BM ich ihn tot. Er spiegelt seinen Tesla. Das ist wirklich, also der Typ gewinnt den Knecht Award des Jahres. Knecht Award. Tesla-Spiegel. Aber jetzt wird überholt leider, das gefällt mir nicht. Ja, ah, das ist dieses Hardcore-Deck, was so stark gegen mich ist. Ach, ich krieg die Krise. Das ist dieses Drecks-Deck, was so stark gegen mich ist. Nein, der hat Spiegel, sein Deck ist komplett Dogshit. Dogshit. Guck ihn dir an, wie er spielt. Er hat ja nur Tesla. Ja. Only Tesla? Ist das ein Ding? Er hat keinen Spire Thrill. Wenn er jetzt ein Schweinereiter kommt, kriegt er erstmal einen ab. Ja. Obwohl, scheiß drauf, ich mach jetzt schon Sparky hinten. Hat er einen Sepp? Wenn er Rakete hat, dann wirst du es bereuen. Nein, der hat ja einen Tesla, Spiegel und Rakete. Ja, Tesla und Spiegel. Allein da fängt schon an. Sehr schön. Cooler Erdbeben. Da muss er noch was machen. Oh mein Gott, das geschieht so recht. Komm, BM ihn. BM ihn direkt rein. Du wirst jetzt gewinnen. Easy. Nee, du den King. Oder holst du noch einen? Genau. Was fällt? Als so. BM. Oh, what? Ja, weil er weggeschoben wurde, habe ich gesehen. Ich BM nur mit Bohrer. Oder noch was anderes? Bitte. Nein, nur noch Bohrer. Oder Chicken. Ich mache immer das Chicken. Chicken? Chicken? Ja, ja. Das Chicken, ja. Mehr Chicken? Mehr Chicken. Ganz viel. Chicken geht raus. Only Tesla-Spieler. Mehr Chicken. Also wenn der First-Play-Tester hinten ist und der Second-Play-Tester spielt, Chicken, hinten, dann gibt's auch keine Hilfen mehr für den Spieler. Dann war's das einfach. Mehr Chicken. Ich kann mich gar nicht aufs Game konzentrieren, weil ich nur am Chicken-Spam bin. Das ist auch richtig. Guck mal, das Game endet und er spielt immer noch weiter die Tesla. Ja. Der Typ lebt in seiner eigenen Welt. Der spielt Tesla Royale. Den interessiert nicht, ob du gewinnst oder verlierst. Der will nur Tesla-Spam. Oh, ist der scheiße, Alter. Ah. Double K free to play. Nimmt sich die Bomber. Gute Wahl. 15 Gems. Schön. Tausch mal. Komm einfach rein. Das ist so nice. Die wollen wir auch noch. Ich nehme mir gleich die Skarmy und gebe den E-Giant weg, ne? Ja. Wenn wir die Dings bekommen. Ja. Das spende ich auch noch. Eine bessere Starterhand, damit kann man mehr arbeiten. Ja, durchaus. Ich würde auch jetzt feiern, wenn ich diese Golem First Player einfach, dass ich sie face, dass ich einfach direkt First Play Sparky dem entgegenzubringen habe. Ja. Weil mit Agen First Play qualifizierst du dich jetzt nicht sonderlich darüber, über diese Leute zu urteilen, aber ja. Verstehe deinen Punkt. Der war schlecht, der Play mit der Skarmy. Was war das für eine Skarmy? What the fuck? Ein Dings-Hit abgewehrt. Das ist im Übrigen Golem, aber halt nicht First Play. Ja. Mega Minion? Mega Minion fühle ich im Deck deutlich mehr als den Eismagier. Der Eismagier hätte in dieser Situation einfach wieder rumgedümpelt. Das ist richtig. Das stimmt. Geil. War der Sepp gut? Nee. Der war richtig shit. Krass. Sparky. Wenn du direkt weißt, wenn er Golem bringt, kann er nicht. Und wenn er davor keinen Golem bringt, ist zu Agent davor und gewinnst. Okay, nice. Perfekt. Es ist lose für ihn. Oh oh. Die Extra war scheiße. Die war so schlecht! Du musst jetzt leider. Oh Mann, ich hasse das, wenn ich so scheiße spiele. Ja, ich auch. Nee, du musst ihn noch einsetzen. Das tut weh. Das ist einfach Flüchtigkeitsfehler. Gefuscht habe ich. Flüchtigkeitsfehler.
Pass auf, dein Fehlerquotient. Gleich geht's dazu. Scheiße. Mann! Okay, ich will die 12 Siege. Durchlaufen lassen? Durchlaufen, Spark gehen. Sick. Bei 10. Er wird, wenn er cocky ist, gut in Brücke machen. Ja, okay. Agent davor, genau. Setz bitte einfach nur die Holzfäller ein. Die Hexenmutter. Alles zusammenziehen. Der hat zu viel in der Luft. Der hat die Lufthoheit, der Idiot. Kranker Sepp. Oh, der läuft in den Turm. Mein Gott, der Sparky ist hinter dir, der ist in deinem Team, der ist gespielt, der Mini-Packer. Ja. Agent Brücke, du musst es machen. Agent Brücke, ich muss. Er wird auch gut im Spiel, aber es reicht für ihn nicht. Nado, alles rein. Was jetzt? Jetzt Mutterhexe. Bisschen höher, es gibt's die Lightning Value, um Zeit zu überlegen. Holzfäller, hallo? Achso, ja, dann schaust du kein Damage kassieren. Ja. Okay, nice. Dann setzt du Skami ein. Boah, ja, Skami hinten. Genau. Und dann Agent Brücke. Jetzt? Agent Brücke. Du musst es machen. Ja, er nähert ihn zurück, du nähst ihn auch. Okay, Mega Mini. Ey, Max, du bist im Koma, Mega Mini. Nein. Jetzt näh du. Sollst du eigentlich gewinnen? Base Race, komm schon, Mann! Ich hab noch ein Lightning. Ja! Das war sogar gut, dass ich das Mega Minion so spät gespielt habe. Sonst wäre der Golem geplatzt, weil er gestorben wäre und dann hätte ich den Death Damage kassiert und verloren. Nicht ganz, nein. Das hätte ich gereicht. Okay, aber das ist eine Alternative. Ja, allein, dass ich den Gedanken hatte, war es cool. Ja. 8-1, ey, 0-1 den Sweater bekommen und dann 8-mal hintereinander gewonnen? Chillig. Jetzt kann ich einen nur noch den Stream-Sniper aufhalten. Ja, Jinx ist bitte nicht. Kürbisvogel, haha. Okay, wo der Hexe genau? Wieso spammt er so oft Wow? Oh Gott. Nee, du, jawohl. Okay, das macht er bis dann ganz gut, aber. Du wirst nicht viel Damage machen, wenn du überhaupt nicht. Aber es ist egal. Kannst du was. Ja, nee. Doch, ja, nee. Ich hatte eigentlich eine Skami davor, würde sich anbieten, aber. Alter, meine Mutterhexe. LOL! GG! Jetzt könntest du. Okay. Sparky hinten. Ja, mach einfach. Oh, dieses No-Signal, Alter, wenn ich die Leute von Legato eines Tages treffe. Wenn dein Kopf so hoch schnellt, dann weiß ich jedes Mal jetzt erstmal wieder. Time aus. Ich werde die erwischen. Holst du da davor? Nein. Okay. Mega Mini hinten. Jetzt müsste eigentlich deiner Cutter ransetzen und einfach eine No-Signal Compilation machen. Kein Fall. Zack. Oder King aktivieren? Okay. Nee, das habe ich jetzt so gemacht, gelöst, weil jetzt ist geraged. Rage. Das ist sick, das ist ein sicker Sepp. Zack, das ist jetzt auch noch meine und noch ein Schwein. Ein Hit. Ja, er hätte auch ein Schwein, aber. Das ist Völkerball. So gut. Ja, Schwein für Schwein Trade. Boom. Warum hat er jetzt so viel. Was? Warum hat er so viel auf Wow gespammt? Weil er dich kennt. Davor. Boom. Ja. Nado. In den Cage rein. Okay, nevermind. Das war geil. Ja. Super nicer Nado. Er nadet auch, aber. Oh, not bad von ihm. Not bad. Sepp das. Solo und Sepp. Smart. Oh, das war ein geiler Tipp. Das war mit Abstand der heftigste Tipp im Game. Okay, im Game, ich wollte gerade sagen. Also diesem Game, nicht aller Zeiten. Ja. Entscheidend war das jetzt nicht. Wir gehen hier rein auf die Cracker rein.
Du verlierst, ne? Du musst jetzt aufpassen, du bist wegnehmen, du. Wie kann das sein, dass er einfach durchlaufen kann? Weil er hat ein Gebäude und du nicht. Was ist denn das? Dann kontert er mich wieder. Würde ich jetzt auch nicht sagen. Nichts dahinter spielen, er hat den Feuerball. Oh, scheiße. Oh, er fällt den Feuerball, let's go. Dings ist... Holst du davor, holst du davor? Na, scheiße. Nee, wir gehen da jetzt rein. Das ist mehr so dahinter als davor, aber... Passt schon. Du machst guten Damage. Sparky, Sparky, nein. Scheiße. Oh mein Gott. Sparky, scheiße, das war schlecht. Mann, ja. Hilf mir. Ja, hit, nein. Okay, kann er keinen Agent reinspielen. Spiel den Agent davor. Oder lass die erstmal sterben. Auch cool. Passt. Ja. Nee, du. Jetzt wieder ein fetter Overcommit. Oder Hexer rein, der hat kein Feuerball mehr. Muss aber spielen. Oh nein. Oh mein Gott, okay. Skami. Nee, du ganz schnell. Irgendwie das zusammen, so zur Seite, damit die. Selbst was noch? Das ist verloren. Nein. Doch, das war's, Feuerball reicht. Feuerball reicht. Ich bin einfach völlig am Ende von dem Fakt, dass wir eine 8er Winning Streak haben. Und dann dieses Deck, was er spielt, ist der Grund, warum ich die Grand Challenge nicht spielen kann. Es ist das gleiche Deck, nur mit Gebäude. Und dann heißt der Typ auch noch Kürbisvogel. Das killt mich, Mann. Kürbisvogel ist halt. Das ist einfach Legende. Das ist so bitter. Kürbisvogel. Stell dir mal vor, das wäre jetzt einfach ein Asiate oder ein Spanier gewesen mit einem Deck, was stark gegen mich ist. Völlig egal. Das wäre doch so nice gewesen. Dann wäre alles cool. Ja, aber so ist doch auch alles cool. Das so ist nicht da alles cool. Gemacht, du stehst 8-2. Alles gut. Noch 2. Brauchen die 12. No Signal raste ich aus. Also der Hexe, genau. Mega von dir, genau. Echt das? Ja. Nice. Agent, wobei nehmen, mach mal. Agent hinten. Agent, jetzt, oh ne, ach fuck. Jetzt hast du Agent vorne setzen können, schade. Stimmt. Weil jetzt hat der Royal Ghost nochmal reingespielt. Er hat jetzt halt Packer, ne? Sicher? Ja, sicher. Ich sollte alles auf den Packer-Deck hin. Würde mich überraschen, wenn es ja. Genau, Spark hier rein. Nee, du bereit hätten für seinen Evos, falls er kommt. Okay, er hat Barbrill, okay. Nein! Ich dachte, mein Dings lebt länger! Ach Digga, ich kotz, ich kann nicht mehr! Ich kann nicht mehr! Ich möchte nicht mehr gegen Pekka Egos spielen! Er hat keinen Set wahrscheinlich. Weil er hat Bubble, alles gut. Aber ich kann nicht. Das schaffe ich nicht. Jetzt Fokus. Wie kommen wir hier rein? Und Sepp nochmal, Sepp die vorher. Sepp. Okay. Den würde ich an deiner Stelle. Mutterhexen. Durchlaufen lassen, du bist da ohne. Durchlaufen lassen. Das ist zwar huge Damage, aber du gewinnst das. Was jetzt? Du musst vielleicht den Royal Ghost rein, Nado, den er bringen wird. Oder die Banditin. Nado, sie ran. Banditin. Nee. Halt's Maul. Ich kann nicht mehr, ich tilte zu krass rein. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht gegen Brückenspam mehr spielen. Ich kann es nicht mehr. Mental packe ich's nicht. Ich bin völlig am Ende. Ich kann gegen diese Decks nicht mehr spielen. Das war's. Da gibt's auch nichts zu coachen. Es ist komplett Mental Breakdown. Verstehst du? Ja, ich habe als Lehrer vielleicht studiert, aber Psychologie leider nicht. Ist doch gut. Aber es ist trotzdem, er hat 700 Antworten. Ja. Sparky hin, so halb hoch, Sparky. Hörst du da?
Oh. Okay. Du musst den noch abfangen. Muss ihn abwehren. Ja. Okay, lass die Speerfassgabe wieder rein. Ich bin gebrochen. Ich bin wirklich gebrochen. Weißt du auch. Da muss man sich nichts vormachen. Es ist ein Counter aus der Hölle. Es ist wirklich nicht mehr normal. Er hat keine Leaks für Pekka gerade gehabt. Wir würden zwar da reinklatschen und du hast trotzdem ein bisschen Damage. Das ist ein guter Play. Ja, okay, schade. Ich kann nicht mehr. Spark hin, Spark hin, schnell, Spark hin. Der wird beides treffen. Geil, mittig. Durchlaufen. Oder so, okay. Jetzt Agent davor, du gewinnst. Widerreiter, fängst du mit Skami ab? Okay, dann holst du dahinter. Jetzt fette Einheit dahinter spammen. Das ist gut. Bastien. Preemptive Tornado Packer Wegziehung. Da kommt nichts mehr, das reicht nicht. Ich kann nicht mehr, Digga. Puls auf 180 einfach. Ich finde, das ist viel zu intensiv. Das ist schlimmer als jedes Horrorgame. Ich bin völlig am Ende. Das ist auch so intens, dass es. Ich kann mich noch nicht mal über den Win freuen, weil ich einfach völlig durch bin. Ja, das ist eventuell schwierig. Aber komm, wir packen das. Das ist. Er hat Banditen, Widerreiterin, Elektromagier Packer. Er hat die ein oder andere Antwort, ja. Aber du hast gewonnen, das ist das, was zählt. Wenn der beste Spieler der Welt mit meinem Deck und der beste Spieler der Welt mit seinem Deck gegeneinander spielen, wie ist so die prozentuale Aufteilung der Wins? Also schwer zu sagen. Es ist natürlich schon so, dass Packer gegen Agent gut ist, aber du hast auch ganz gute Antworten gegen ihn. Also ich würde nicht sagen 100-0. Nicht 100-0, also? Vielleicht, keine Ahnung, 60-40, 70-30, irgendwie so. Du ratterst gerade, du bist irritiert von der Aussage. Du denkst, es ist weniger. Ja. Nee, mach weiter. Du bist auf 9-2. Du kriegst es hin. Ja, wir müssen aber erstmal. Jetzt können wir was Cooles machen. Okay. Jetzt können wir hier hingehen, Skami anfordern und die Dinger wegtraden. Ja. Ich hätte fast 0 Mischen gedrückt. Tauschen müssen wir drücken. Gewünschte Karte auswählen. Ja, tauschen. Zack. Sauber, nochmal 10-mal die Skami. Sehr schön. Wir haben ja jetzt. Als nächstes Step braucht man 100, ne? Jetzt haben wir schon 10 Stück. Und 4 hatten wir auch schon. Ja. Oh, einfach ein bisschen runterkommen, die Karten tauschen, Mann. Bei den seltenen brauchen wir das Mega-Minion. Also für die Seele einfach Karten tauschen. Und hier brauchen wir die. Obwohl, ja. Wollen wir die Skami anfordern oder wollen wir Peaks Free to Play Strong? Das ist das, was ich so zocken werde. Und wo haben wir das? Das ist das Competitive Deck, ne? Ja. Du könntest auch den Dark Prince anfragen. Dark Prince generell sehr stark und gerade sowieso sehr gefragt, weil viele Bohrer spielen. Und aber wir haben nicht einmal gegen Bohrer gespielt. Holy shit. Ja, aber du bist auf 9 Siegen. Das kommt ab 15 oder so. Aber klar, das würde im Umkehrschluss bedeuten, dass du jetzt den Dark Prince nicht so unbedingt brauchst. Ich meine, generell ist er halt schon stark auch. Und besonders gegen den Bohrer ist er gut. Der war ja auch schon vorhin. Das Deck existiert ja seitdem, also schon bevor der Bohrer rausgekommen ist. Und in den Decken Dark Prince? Dann habe ich jetzt. Ich habe jetzt das Deck, was ich Public spiele, wo hier der Eismagier ist. Dann habe ich das Deck, was ich gerade in der Challenge spiele. Dann wird das Deck langfristig, was ich Public spiele. Und noch langfristiger wird an der Challenge das Deck sein, was ich spiele. Das sind ein bisschen zu viele Karten angefordert. Ja, du könntest ja Dark Prince statt Holzfäller in das Deck reinnehmen. In dein Deck, was du gerade spielst. Mhm. Also, was fordern wir an? Würde sagen, also Dark Prince ist schon nice. Echt, jetzt echt ein Dark Prince? Echt, ja. 100 Pro
versprichst mir, dass der Dark Prince der Play ist? Dark Prince für den Holzfällen rein werde ich schon fühlen, ja. Oh, ich gebe den Bohrer. Ja. Dark Prince insgesamt sogar für den Holzfäller rein. Jetzt schon. Auch in der Challenge. Jetzt in dieses Deck hier. Ja, ja. Nur warten, bis einer taust. Kritisch schreibt einer. Ja, mach einfach gerne ins Game jetzt schon. Okay. Stopp, ist das richtige Deck jetzt ausgewählt? Ja. Köpfen. So, 3 Wins brauchen wir noch. 3 Wins brauchen wir, 3-mal können wir noch verlieren. Ja. Oh Gott. Sollten wir hinbekommen. Gott, erstmal ja, Tank. Das ist ein geiler Start. Angst? Boom. Ja, BJ. Nice. Okay, der Nähe ist dran oder Skami? Beides gut. Skami. Hey, du. Oh, schade. Ach, schade, ärgerlich. Oh, der lebt sogar noch. Aber einen Hit bitte. Oh, er lebt auch. Na gut. Aber dafür ist der E-Giant voll dran. Ja. Geht klar. Sehr nice. Guter Start. Definitiv. Was nun? Kannst das Mega wieder hinten spielen? Und dann ist Spark wieder rein? Auch hinten, ne? Ja. Hat der Typ was gegen meine Skami? Er hat Zap. Aber gerade nicht im Cycle. Oh mein Gott, der spielt Loon Giant Skeleton. Also ranziehen. Verkackt, ich hab's verkackt! Mann, das hab ich voll verkackt! Zap? Ja, den Loon. Nicht den. Ach so, scheiße. Oh, der kriegt keinen Hit raus, das ist ja ein Albtraum. Egal, da war auch ein scheiß Sepp. Die wird überleben, wenn es gut läuft. Geil. Der spielt locker gleich ein Giant Skeleton an der Brücke. Was soll ich machen? Mega mir hinten, ja. Scheiße. Dann Sparky hinten. Das wird das gleiche Szenario wie eben werden. Ja, aber du hast jetzt Mega Mini auf dem Feld. Spiel davor die Skami. Davor die Skami. Jetzt. Ja, nee. Nee, du Mutterhexe. Nee, das lassen wir durch. Den Turm müssen wir fallen lassen einfach. Ah, fuck, den hab ich schon, den Turm. Scheiße! Also wärst du jetzt auch davon ausgegangen, dass der Turm fällt, dann hätte ich wirklich losgewusst. Weil das hätte bedeutet, du wärst davon ausgegangen, dass der Play gut war. Fuck! Guck, wie gierig ich werde. Das hat für nichts. Mega Minion rein. Schnell Mega Minion. Wenn er Rage, musst du Nado, wenn ich da nicht. Nado. Okay, bitte Nado. Hättest du den Fairding noch mitnehmen sollen. Passt. Hast du recht. Kann er bitte wegfliegen? Oh, wir sind dran, das ist gut. Holst du da rein, ja? Oh, du musst Nado, bitte Nado. Ja, ist fein, du machst viel Schaden auch selbst. Das passt. Okay, jetzt bitte ein bisschen geduldig spielen. Mutter Ex hinten. So halb hoch, genau. Skami rein, genau nach oben schön. Holzfäller direkt, weil der wird zappen. Sehr gut. Sieht gut aus. So, jetzt wartest du, was der macht. Der kann nicht reingehen. Dann spielst du jetzt wieder Mega Mini hinten. Genau. Und wo der Hexe auch rein? Oh, jetzt das Skami setzen müssen in dem Fall. Jetzt musst du Nadeln. Ist verloren. Nee. Executioner ist dran. Der kriegt den zweiten nicht raus.
ich kotz, Digga. Ich kotz so gewaltig. Das ist ein Kotzrekord, Mann. Digga, scheiß Ballon Rage. Ist das bitter. Ich hätte nur noch einen Executioner hätte abwehren müssen. Dann wäre ich einfach E-Giant den Knick gewonnen. Ja, ja. Boah, ist das scheiße, Alter. Also... Ich wusste auch nicht, dass die Mutterhexe One-Shot von dem Mini-Packer ist. Das habe ich gemerkt, dass du das nicht wusstest. So eine Kacke. Der Mini-Packer ist abgebogen und du hast auf einmal nichts gemacht. Ach, das ist doch, das war's. Ey, wieso denn? Alles gut. Es könnte auch was anderes als Expo sein. Es könnte nichts. Was ist Expo? Was jetzt? Jetzt setzt du, okay, jetzt setzt du ihn. Ah, halb hoch. Jetzt wird der X-Bogen gesetzt und du bist am Arsch. Oder auch nicht, perfekt. Warte. Mega Minion rein, Mega-Minion reicht. Nee. Sepp gleich, die Skelette. Jetzt. Perfekt. Gut für dich. Okay. Ein Hit noch vielleicht? Nee, du hast noch. Nee, du die. Genau. Sehr gut. Deswegen setzt du Sparky nicht First Pair ein. Du machst bei X-Bogen, wartest du immer, bis der den ersten Move macht. Jetzt hat er den Ritter. Er hat Ritter-Skelette. Tesla. Erkennst du. Bogenschützen. Im Sparky sehe ich da kein Land. Boah, das wird ja wieder. Was jetzt? Wolltest du da hinten? Nein, erstmal die Mutterhexe. Feuerball-Value. Hat er sich einen Feuerball? Ja. Boah, ich raste aus, ne? Jetzt holst du da hinten? Okay, jetzt kannst du Sparky hinten spielen. Jetzt kannst du Jetzt ist. Okay, zu spät. Ey, wenn ich Seelexi hab, ist gesetzt! Okay. Jetzt Sparky hinten? Ja, mach einfach. Was ist denn da jetzt? Jetzt die Situation ist eh kacke. Der Tesla ist auf dem Feld. Was jetzt? Setzt du da wieder Mega-Minion ein? Okay, wenn du das Geld setzt, selbst du. Ja, das hat impliziert, dass du bei Bogenschützen nicht selbst. Okay. Jetzt bringt er Skelette, deswegen mache ich schon mal eine Mutterhexe. Er wird einfach ein Feuer überbringen. Also ich kotze ja am Strahl, ne? Das Matchup ist echt nicht gut, Mann. Also das Matchup ist wirklich. Also es geht ja. Ich kann mit dem Sparky nicht angreifen und mit dem E-Giant nicht angreifen. Ich darf auch zusätzlich nichts hinten setzen. Du musst dem wirklich warten, bis er was macht. Das ist aber echt nicht gut. Du hast keinen Spell. Du brauchst gegen seine Gebäude brauchst du eigentlich einen Spell. Also, setz jetzt mal hier den E-Giant ein. Okay. Jetzt kann er keinen Tesla setzen. Oh mein Gott, er setzt jetzt den defensiven X-Bow ein. Ich schaff's nicht mehr. Das Matchup ist wirklich räudig. Bin ich bei dir. Oh, jetzt stunt er das sogar. Er hat sogar noch ein Holz. Ich kann ja auch zusätzlich niemals irgendwie was packen mit einer Skarmi. Das stimmt. Jetzt hat er da einen Doppel-X-Bogen. Ja, guck mal, selbst der Play links. Hast du es gesehen? Ja. Das ist nicht ganz so gut. Also es ist sehr unvorteilhaft gerade die Lage für dich. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Du kannst nicht so viel machen leider. Also die Bogenschütze würde ich auf jeden Fall schon mal nicht durchlaufen lassen und ich würde ihm keine Feuerball-Value geben. Das ist auch nicht so gut. Er ist auch der größte Sweater. Ich muss meine Einheiten einfach hier oben spielen. Ja. Du musst jetzt reingehen mit E-Giant. Nee, du schon mal preemptive? Oh, sorry. Oh, der hat zwar einen Turm-Hit. Holz ist raus, hat sich Turbo verklickt. Es könnte noch ein Spark werden, ist es das? Das Ach, ist doch frech, dass du das gewinnst. Das ist doch frech. Du hast gespielt wie der erste Mensch. Das ist so frech. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Wo kommt er her? Fehlrekord 5-5. Ich fass es nicht, Alter. Was ist, was passiert? Oh, einfach ein Tesla-Spieler, Alter. Also der Matchup war echt nicht gut. Du hast echt nicht gut gespielt, aber du hast trotzdem gewonnen. Das ist irgendwie geil.
Ich kann gar nicht gegen Expo spielen. Ich hasse es so sehr. Du setzt einen E-Giant hinten, verlierst. Du setzt einen Spark hinten, verlierst. Du setzt einen Holzfäller oder eine Mutterhexe hinten, verlierst. Du setzt einen E-Giant ins Feld, du verlierst. Du setzt eine Skarmy, du verlierst. Ich bin ja, egal was ich gesetze, ich bin komplett gefickt. Ich kann höchstens auf einen Fehler von ihm warten. Und ich kann ihn diesen Fehler nicht aufzwingen, wenn er das Spiel gut kann. Du musst im Prinzip warten, bis er seinen ersten Expo gesetzt. Und davor setze ich die ganze Zeit gar nichts, oder was? Wenn er seinen Tesla hinsetzt, setzt du einfach gar nichts. Du, in Bogenschützen und so weiter setzt du Skarmy. Wie viel kostet ein Tesla? 7 Elixier? Was, Tesla? 4. Sorry, Expo. Achso, 6. Er setzt ein 6 Elixier Expo hinten und ich darf trotzdem nicht setzen. Ja, wie willst du die punishen? Was willst du machen? Das läuft alles in die X-Bung rein. Du musst den E-Giant bewahren. Anders geht's nicht. Und sobald, nehmen wir an, ich setze einen Holzfäller. Er wirft einen Feuerball drauf. Dann setze ich einen Sparky hinten. Dann setzt er einen X-Bow vorne, weil ich nicht mehr genug Elixier habe. Genau. Schon verloren dann. Du darfst, merk dir eine Faustregel. Mit einer 8 Elixier-Einheit, mit E-Giant oder mit Golem darfst du keine Einheit setzen, die größer oder die mehr als 3 Elixier kostet. Wenn du eine Einheit setzt, die mehr als 3 Elixier kostet und der Gegner X-Bogen bringt, kommst du nicht mehr an das Elixier für den E-Giant. Wenn du aber Mega-Minion setzt und der Gegner dann den E-Giant oder den X-Bogen setzt, dann kommst du noch an das Elixier für den E-Giant. Das ist räudig, es ist ultra räudig, aber du darfst nichts machen vor der doppelten Elixier-Phase. Bei der doppelten kannst du auch eine 4 Elixier-Einheit bringen. Das ist krank. Das ist einfach krank. Ich hoffe, dass wir es jetzt nicht nochmal üben können. Nein, auf gar keinen Fall. Ich will nie wieder gegen Expo spielen. nichts machen, bitte. Du hast nichts auf der Hand. Warte bitte einfach. Jetzt üben wir das. Okay, es ist nicht Expo. Mega wieder ran, genau. Ja, das ist gut. Bleib nochmal. What? Hatte ich kein Elixier? Ja, du hast kein Elixier leider, aber es passt. Echt? Das gewinnst du. Es ist kein X-Bogen, also alles, die Welt ist in Ordnung. Aber ich komme gerade nicht drauf klar, wie ich hab so früh gesappt. Holzfäller rein? Ja. Bisschen spät gesagt. Sehr spät leider. Okay, blame it on me. Nee, du darfst du nicht einsetzen, wenn der Gegner Loon spielt. Vor allem, wenn ich noch nicht mal einen Hit durchkriege. Das ist ein Tesla, der Idiot. Du kannst sogar eine Valkyrie. Natürlich hat er noch die Valkyrie. Ja, alles gut. Sparky hinten? Das ist machbar. Ich würde jetzt erstmal warten. Megamin dann lieber. Wenn der Loon bringt, genau dann. Megamin jetzt rauszuspielen ist auch Krise. Hätte ein bisschen warten können. Weil jetzt hätte er halt theoretisch auch einfach den Loon auf der anderen Seite spielen können, wenn er schlau gewesen wäre und du jetzt nichts gehabt. Sparky hinten? Jetzt würde ich probably Sparky müssen wir setzen, ja. Ja, Skarmy, dann musst du den Loon aber auch durchlaufen. Okay, lass durchlaufen. Du musst jetzt für den Tau tricken. Ich denke, du wirst ihn auch bekommen. Ich habe jetzt Angst, dass er meinen Tesla killt, ne? Bereithalten? Ist bereit. Für die Skarmy. Okay, jetzt ist Holzfällerbrücke. Zapp weiterhin bereithalten. Nado, der ist es. Gute, der Nado, ist gute, es. Nado. Du musst nicht mehr zappen, nice. Nice. Let's go, Max. Jetzt geh einfach auf 3, genau. Oh, er hat Pfeil, okay. Holz wieder rein. Mutterhexe und dann Nado. Nado zurück das Ganze. Oh, gute Nado. Gute Sepp auch. Das war stark, let's go. Nee, Giant davor? Nee, Tesla. Doch, okay, Tesla ist da. Ja, rein, let's go. Der war kacke. Nice. Schlechte Goblin Dudes. Genau, Sparky. Oh, Sparky lebt. Preemptive Nado. Ja. Wieso schickt er so spät? Oh. Das ist es. Das war gut gespielt, Mann. Du hast noch nicht gewonnen, aber das ist gut.
Pfeile sind raus. Ist kein. Oh oh. Keine Faxen machen jetzt, bitte. Die wollte ich selben. Nicht geklappt. Ich muss eh zum Nado cyclen, dass alles wieder cool wird. Kann ich einfach reinlaufen? Sein Dings ist raus. Giant? Nein. Mach. Also, wenn du. Ja, von mir aus, aber das ist genau wegen sowas nicht gut. Fuck. Okay, dann kann er da reinkommen. Dann ziehen wir das mal hier rüber. Und ein Zap. Ja, reicht aus. War cool. Oh, schöner. Oh Gott, war der Holzfäller ja, geil. Die Schweine laufen einfach durch. Ja, das war's. Und die ziehen wir weg. Oh, nice. Bis auf die Endpassage war das echt gut gespielt, Mann. Oh, fuck. Let's go. Wir brauchen nur noch einen Win. 11. Für die Blitztruhe. Einen Win brauchen wir noch. Ein Win. Wie kommen wir den schon mal hinten, weil der wird. Okay. Geile Mutterhexe. Sehr, sehr viel da rein. Ja, okay. Ja, aber er zappt sogar noch. Guck mal, das sind jetzt hier 3 Schweine. Und er hat keine Valkyrie oder ähnliches. Nichts mehr reinspielen, oh. Könnte genau Mega-Ritter haben, ja. Das ist gut für dich. Holz wieder rein und dann warte auf seine, wenn die Bats wieder kommen, selbst du. Weiß gerade nicht, kommen die schon wieder? Ich glaube noch nicht, bin mir auch nicht. Nado rein. Die kann mal schön auf den Meter herkommen. Zack. Okay. Nice, nicht seppen. Passt. Was denn? Ja, okay, sepp doch. Boah, was spielt der? Mega-Ritter? Princess? Das ist, der könnte auch Royal Giant haben. Bin mir nicht ganz sicher, aber das Deck spielt man eigentlich, wenn man so spielt, mit AG. Was jetzt? Sparky hinten? Jetzt würde ich Megamini hinten bringen. Megamini auf das Ding, oder Skarmi auch gut. Megamini hinten. Du? Jetzt Megamini ganz hinten, genau. Wenn er seine Bat spielt, dann... Kommt die Mutterhexe wieder zum Einsatz? Ja. Echt nicht? Okay, nice, at Hawk. Nado, genau. Wartest du, spiel bitte nichts rein, weil er hat ja noch Mega-Ritter. Ich hab wieder alles plätten, ne? Ja, genau. Das Ding ist jetzt, gesetzt. Genau, er spielt jetzt den Mega-Ritter sehr gut, weil jetzt das Mega-Minion in der Turm-Range drin. Jetzt wird's interessant. Jetzt musst du den Sparky spielen. Okay, auch gut. Nee, ich mach so. Ja. Auch gut, das mache ich immer. Das ist mein Play, den mache ich. Das war ein cooler Holzfäller, oder? Ja. Mega Minion? Ja. Oder Hexe? Nado. Okay. Oh, Fail. Sparky? Dann warte jetzt, Nado. Oh mein Gott, schade. Geht immer noch klar? Nee, geht nicht klar. Was? Der Sparky hat sich zurückgeschossen. Ja, wie ärgerlich ist das? Lucky war das, ja. Gleich preemptive Mutterhexe auf der rechten Seite. Jetzt. Worauf? Auf der rechten Seite, Max. Für die Bats genau dafür. Ah, Schwanz. Ja, okay. Jetzt sehen wir nochmal den Scheiß. Oh, da hat er geschissen. Hast du gesehen? Ja. Jetzt können wir rein. Stimmt's? Ja. Nice. Was hat er für ein Deck, Alter? Es fällt mir jetzt erst auf, dass er Widderreiterin und Schweinereiter spielt. Stimmt. 12 Siege. Alter, let's go, 12 Siege. Alter, holy shit, holy shit. Junge. Digga, ich... Das ist echt ordentlich, Mann. 12-3. Mit meinem Public Deck. Unfassbar solid gecoacht. Ich bin aber einfach wirklich... das ist... Ich weiß gar nicht, ob ist das... Ich weiß nicht, ob das noch ein Spiel ist oder ob das hier komplett ernst ist. Also, weißt du? Ja, ob das Krieg ist schon. Es ist wirklich...
Ach du Scheiße. Das war echt sehr gut. Hoffentlich jetzt noch eine schöne Belohnung. Mhm. Nehmen wir das mit? Ich würde sagen, die Baby-Ding nimmst du auf jeden Fall mit. Fledermäuse machen wir noch ein bisschen. Setten für die E-Buff. Scheiße. Echt? Okay. Scheiße. Alles außer E-Buffs und RG ist im Endeffekt erstmal scheiße. Das ist egal. Du hast jetzt schon aus der Kiste gewonnen, weil du hast Baby-Ding so und Joker. Ja. Baby-Ding und Joker. Das ist es. Das Allerheftigste ist natürlich immer, wenn man 500 Gems hat. Wir sind natürlich leider komplett Free-to-Play. Oder zum Glück, ja. Je nachdem. Das wäre natürlich immer ganz heftig. Das wäre viel zu heftig, für 500 Gems diesen Bonus mitzunehmen. Ja, safe. Aber wir sind am Gems sparen. Keiner gibt was aus. Wie mal 172, wo bist du mittlerweile wieder? 182, aber ich habe schon eine GC gemacht. Mit 9 Siegen, glaube ich. Ah, okay. Krass. Okay. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr geil. Okay, dann dir noch einen entspannten Abend oder frohes Schaffen, je nachdem. Dir noch einen schönen Stream, ne? Jo, hau rein, tschö. Wir hören uns, bis dann.